hier ist die Empore, auf der der Livestream produziert wird. Das ist schon ein ganz guter Aufwand hier, was betrieben wird an Personal, an Material, an Hardware, an Software. Aber wir konzentrieren uns auf dieses erste Viertelfinale. Nicolas Barrios-Heneno, sicher Favorit, Emanuele Ballini, Magnus Norman Jebsen, der ganz, ganz starke Dene, und Mathis Raymond, alle vier wollen sie ins Halbfinale. Und wir schauen, was passiert. Vorne der Kolumbianer, Mathis Raymond auf 2, Magnus Norman Jebsen auf 4, hat jetzt versucht, über ein Sprinterloch Fahrt aufzunehmen, aus der Kurve raus, nimmt den mit auf die Geraden, hat er taktisch super gemacht, hat sich von 4 auf 3 vorgeschoben, ist am Franzosen dran, versucht es wieder außen. Schauen Sie mal, was der macht hier. Ja, und hat jetzt eine ganz gute Linie, glaube ich, wenn der Franzose jetzt innen bleibt. Wird sehr spannend, aber ich glaube, da ist tatsächlich der Franzose noch vorne gewesen. Wir sehen es in der Zeitlupe, jawohl. Dein Auge drückt dich nicht. Gutes Gefühl, du kannst hier weiterarbeiten, Christoph. Vielen Dank. Ja, absolut. Na ja, versuchen Sie mal zu Hause 50 Stundenkilometer mit den Inlineskates zu laufen. Das ist für viele eine große Herausforderung. Nächstes Viertelfinale. Ricardo Chiola, Arthur Le Bourbon, der 500-Meter-Spezialist aus Frankreich. Chase Morpeth aus Neuseeland und Davide Menegaldo sind gestartet. Klasse Feld. Arthur Le Bourbon sicher der Favorit für mich hier in diesem Lauf. Aber auch Ricardo Chiola aus Belusco. Ja, Belusco, Christoph, ist immer eine Sprinter. Oh, jetzt aber ein Sturz. Eine Sprinter. Oh, sogar. Eine Sprinterschmiede gewesen, wollte ich gerade sagen. Hast du gesehen, was passiert ist da hinten? Ja, ist, glaube ich, ein Skater, wenn es mich nicht täuscht, der Italiener in der Kurve gestürzt und dann sind die anderen drüber. Ja. Aber gucken wir erstmal, dass den absolut und wirklich über Jahre auch dominanter Skater auf der Kurzstrecke gewesen. Insbesondere 300 Meter, wenn es dann schon von 500 Metern ging, wurde schon schwer. War ihm schon zu lang. Ja, war ihm fast schon zu lang, aber jetzt gucken wir erstmal aufs nächste Viertelfinale. Vorneweg ist Jacob Melton, der Amerikaner. Macht einen extrem starken Eindruck hier auch, hat schon einen kleinen Abstand zu den anderen, dominiert das Rennen. Bossi jetzt auf 2. Schaut sich hier um. Der Jacob Melton hat ganz kurz nach hinten geschaut. Jetzt wieder durch die Arme durch, macht er geschickt, kontrolliert das Feld, lässt kurz reinrollen in die Kurve, beschleunigt raus. Und ja. War ein super Lauf des US-Amerikaners und weiter mit ihm ist Leonardo Bossi. Lauter, starke und endschnelle Männer drin. Ja, man hat ja immer das Gefühl, ne, schon Finale sagen zu wollen, weil wirklich die Rennen wirklich super schnell sind und auch super starke Läufer schon im Viertelfinale sind. Jetzt gucken wir uns aber mal das Rennen Alessandro Pusiol extrem stark, Meto de Jilek. Mittlerweile seine Heimbahn, läuft ja für das Team Arena Geisingen. Und auch Moment, hier sehen wir wieder die Taktik, in die Kurve reinrollen, schnell aus der Kurve raustreten und dann wird es extrem schwer. Aber jetzt hat er die Innenbahn ein bisschen aufgemacht, dann sieht man gleich, kommen was die passiert? Innen durch. Franzose im Moment vorne. Noé Gumache mittlerweile auf 2. Leonardo De Angelis führt das Feld an. Für Meto de Jilek im Moment keine Chance durchzukommen, hat es jetzt außen probiert, muss es jetzt innen probieren, das Feld fächert auf. Und aber klare Entscheidung, Leonardo De Angelis von Noé Guillaumard. Nicolas Barrios-Heneno sicher der Favorit in diesem Rennen. Leonardo De Angelis aus Italien hat da was dagegen. Mathis Raymond, Noé Gumache, die beiden Franzosen sind auf 3 und 4 und auf 5 noch Ricardo Chiola, der zwar von ganz außen startet, aber der schnell starten kann. Da könnte die Zange tatsächlich wirken. Mal schauen, was da passiert.
spannende Ausgangslage, super starke Junioren. Ja, und mit 5 Skatern, das ist auch noch mal schwieriger, weil natürlich noch weniger Platz ist auf der Bahn. Aber ja, du hast es recht. Schau dir die Zange an. Der Ricardo Chiola, der ist so schnell aus der Startbox raus. Wow, 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 was für ein Blitzstart. Was für ein Blitzstart für Ricardo Chiola und Leonardo De Angelis. Die beiden Italiener sind hier vorne. Aber müssen jetzt auch aufpassen, weil haben jetzt doch ein bisschen Tempo rausgenommen. Jetzt müssen sie wieder antreten. Sonst laufen sie Gefahr, dass sie hier gekontert werden. Haben sie bisher sehr, sehr geschickt gemacht. Aber jetzt gucken wir mal, jetzt greift der Italiener an. Der kommt auch vorbei. Au, wird hier innen angegriffen. Im letzten Lauf. Im Viertelfinale stürzt der beiden Italiener. Schau mal, hier kommt der Replay. Tatsächlich war das nach innen reingefahren. Möglicherweise die entscheidende Szene. Du hast es angesprochen, zu steil nach innen reingestochen. Und tatsächlich die Linie nach innen überfahren. Wird das geahndet? Ich weiß es nicht. Schauen wir es uns noch mal an. Ja, hier also war der Regelverstoß. Müsste aus meiner Sicht eigentlich schon geahndet werden. Es war schon ein Vorteil, den er sich dadurch verschafft hat. Hat auch den Als und den Italiener nach außen gedrängt. Also bin mal gespannt, wie die Judges da reagieren. Aber war aus meiner Sicht schon sehr kritisch. Wir laschen mal in die Halle rein, was André sagt. Der ist normalerweise ganz eng dran an Warnings und Disqualifications. Aber wir schauen ins zweite Halbfinale. Arthur Le Bapin, der 500-Meter-Spezialist. Jacob Melton, Chase Morpeth aus Neuseeland und Leonardo Bossi aus Belusco. Super, super, super Quartett. Super starker Angang. Und wir haben den Favoriten Arthur Le Bapin vorne, der versucht, das Rennen von vorne zu kontrollieren. Aber jetzt der Angriff von außen, aber hält die. Ups. Kurz Luft anhalten. Jacob Melton vorne, Leonardo Bossi auf 2, Arthur Le Bapin nur auf 3. Hatte hier eine ganz, ganz gefährliche Situation. Artistisch gerettet, aber ich denke, das ist gelaufen. Wir haben unsere Finalteilnehmer. Das ist der US-Amerikaner Jacob Melton und Leonardo Bossi aus So it's really quiet in the arena. Waiting for the start. Oops, full concentration. I think the skater from the inner lane kind of moved a little too early, I think. You think Leonardo De Angelis? We have lots of false start even in the heats. Yeah, usually in the heats you've got a lot, yeah. Especially the first round where it's by time. But it's dangerous to collect a false start because you take the false starts to the eighth finals, to the quarterfinals, to the semifinals, even into the final if you get one. But none of the four now at the starting line has a false start. Nicola Barrios is not in this final. There is something wrong in the names because it's 3 Italians and 1 American, which actually take the lead after a little fight with the Italian skater. So let's see if Jacob will control or will go full speed. So far the Americans, they go full speed from the start. No, he's controlling. You see, he built the speed and he's controlling. So he put the pressure on the other one. It starts to be some kind of senior tactic here. Maybe a little bit too much of control. No, this is still working. Yeah, good job. Good job from Jacob so far. He's doing really good. Whoops, some little thing with the white line. And a new victory from the super good race. I like when the race with this control, it put a lot of pressure on the skater in second and third position. Yes. It give opportunity for the number 4s to build. And even a little crash after during celebration. But most important is to get the win. Good job. Yes. Congratulations.